Erinnerungen, Schätze und wertvollste historische Erinnerungen warten vielleicht auf Sie in Ihrem Keller oder auch auf dem Dachboden. Und da kann das zum einen die geliebte Schallplattensammlung sein, die Sie unbedingt eigentlich ins digitale Zeitalter mitnehmen möchten, aber vielleicht auch die ein oder andere VHS-Kassette oder sogar ein Super 8-Film. Ja, das sind wertvolle Erinnerungen von Ihnen, von Ihrer Familie, von Ihren Liebsten. Der erste Tanz, den man auf eine bestimmte Musik hatte, auf eine bestimmte Schallplatte oder vielleicht auch, ja, eine Hochzeit, ein Geburtstag, VHS-Kassette, Super 8. Liebe Zuschauer, wir möchten, dass Sie diese wertvollen Schätze und Erinnerungen natürlich mitnehmen in das digitale Zeitalter, dass Sie diese sammeln, digitalisieren und das ohne großen Kostenaufwand, ohne große Mühen und vor allem komplett ohne Profi. Denn wir liefern Ihnen tolle Produkte, die das ganz bequem von zu Hause aus machen lassen. Und das zu einem ganz besonderen Preis. Der Ralf ist hier bei uns als historisches Andenken, als Monument. Ja. Und er wird Ihnen jetzt erklären, wie das funktioniert. Ja, du wirst lachen. Ich habe diese Geräte, wie zum Beispiel den Plattenspieler, natürlich noch 1:1 erlebt. Damals gab es nur, also in meiner frühesten Jugend, entweder Tonbandgerät oder Plattenspieler. Später kamen dann die Musikkassetten, dann die CD und so weiter und so fort. So, jetzt haben wir aber diese Möglichkeit, diese alten Schätze zu digitalisieren. Das ist normalerweise relativ aufwendig und auch kostenintensiv, aber dieses kleine Kästchen macht es jetzt ganz einfach. Ich habe es hier erstmal ein Beispiel von einem Plattenspieler. Das ist ein USB-Plattenspieler, geht aber auch bei jedem anderen. Und diesen Plattenspieler schließe ich jetzt einfach mal an das Gerät an. Mhm. Da siehst du, Stereo-Cinch. Das würde auch natürlich mit einem Tape-Deck gehen, mit einem Kassettenrekorder, also auch mit MCs. Aber die jetzt anschließen. So, jetzt haben wir schon mal Verbindung zu dem Kasten. Jetzt braucht der hier nur noch Strom. Das haben wir hier liegen. Guck mal, Stromanschluss rein. Zack. Natürlich jetzt wieder richtig rum. So, und jetzt brauchen wir noch ein Speichermedium. Das kann jetzt ein USB-Stick sein. Den kann ich dann am besten gleich mit ins Auto nehmen. Oder auch eine SD-Karte. Da haben wir alles hier. Sehen Sie, unten SD-Kartensteckplatz, aber USB. Für das entscheide ich mich jetzt. Mal gucken, ob ich ihn richtig rum reinstecke. 50% Chance. Jawohl. So, und jetzt sehen wir, der leuchtet auch. Das heißt, er hat Kontakt. Und jetzt in diesem Moment ist es so einfach. Weißt du, was wir jetzt noch machen mussten? Nein. Um die Quelle, die jetzt hier rauskommt, aufzunehmen, drück mal auf das mittlere Knöpfchen. Schau mal, ob du das hinkriegst. Achtung. Achtung. So, und jetzt sehen wir, hier blinkt es, es nimmt auf und hier der USB-Stick blinkt auch. Das heißt, der bekommt jetzt gerade Daten. Und jetzt nehmen wir gerade die Musik, die hier auf dem Plattenspieler läuft, 1:1 auf, beziehungsweise digitalisieren es. Es wird hier sofort als MP3 gespeichert. Übrigens auch eine kleine Erkennung, gerade wenn ich eine ganze LP aufnehmen will, sobald eine Musikpause kommt, erkennt das hier dieser Digitalisierer und macht dann auch Pausen, sodass du später bei der Liedsuche nicht eine Wurst hast am Stück, ja, die ganze Platte, sondern Lied für Lied. Und jetzt gibt es ja wirklich viele, die haben ihre Lieblingsmusik auf Platten. Ja? Und diese Platten, oftmals ist vielleicht auch der Player nicht mehr so gut und es knackt und vor allem, du bist nicht mobil. Ja? Jetzt willst du mal deine Lieblingsschallplatte, willst du mal mit ins Auto nehmen. Du kannst mal versuchen, die im Auto irgendwie laufen zu lassen. CD-Spieler. Ja? Aber jetzt durch dieses Aufnehmen auf, als MP3 eben jetzt auf dem USB-Stick, den nimmst du jetzt gerade mit ans Auto und steckst ihn ein. Oder du gehst an den Rechner, steckst dort ein. Wir haben nämlich noch eine Software mit im Lieferumfang enthalten, ein Audio Restaurator Pro 8. Also gerade, wir kennen das bei den alten Platten, das Knacken oder das Rumzicken, dieses Rauschen. Wenn ich das, es gibt Leute, also da gibt es zweierlei Meinungen. Die einen sagen, das ist der Charme der Schallplatte. Mhm. Die anderen sagen, nee, ich möchte beste Qualität. Und dann kannst du dort diese Störsegmente einfach rausfiltern über die Software. Hier sehen wir die zweite Alternative als Speichermodul, eine SD-Karte. Also beides möglich bis 32 GB. Und ganz, ganz einfach. Jetzt nicht nur für Schallplatten, also für die Schätze, die man teilweise noch zu Hunderten zu Hause hat, sondern zum Beispiel auch natürlich für Musikkassetten. Ich spreche jetzt nicht nur von Musik, aber ich habe ja auch, wir haben ja früher auch jede Menge selber aufgenommenen. Da war es nicht so, dass du runterladen Hast konntest. Hast du gerappt, Ralf? Nein, gerappt habe ich nicht, aber du musst es dir vorstellen, wenn wir unsere neuesten Lieblingslieder wollten, dann mussten wir entweder 3 Monate Taschengeld sparen und uns die Platte kaufen oder du bist vorm Radio gesessen und hast gewartet, bis dieser Titel im Radio läuft und hast dann an deinem Kassettenrekorder Aufnahme gedrückt, ja, und wehe, der Moderator hat reingelabert, dann warst du wieder sauer. Ja? Und hier geht das
jetzt so einfach, alte Schätze zu digitalisieren. So, jetzt brechen wir mal die Aufnahme ab. Könnte ich übrigens auch per Fernbedienung. Ich muss nicht mal ans Gerät, aber ich drücke jetzt einfach wieder Stopp. Wir sehen, das Blinken ist zu Ende. Und jetzt kann ich natürlich mein Speichermodul rausnehmen. Jetzt haben wir nicht viel aufgenommen, aber immerhin ein Stückchen. Guck mal, und das stecken wir jetzt in unseren Laptop. Ja. Dann müsste das auch gleich erkannt werden. Ja, haben wir, du musst das, ist jetzt schwierig. So rum sehe ich nichts. So. Kommst du drauf hier? Moment. Da unten ist er. Ich muss mal gerade gucken, wo die Maus ist. Wo bin ich denn siehste, jetzt? Das ist es über Kopf. Moment, aber ich mach's mal eben. Ja, also such mal kurz den Stick und dann können wir es auch gleich abspielen. Das ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man es zum Rücken zu sich hat. Aber es ist denkbar einfach und jetzt kann ich es abspielen, könnte es in die Software reinladen auch und nochmal Rauschunterdrückung machen. Aber das ist so denkbar einfach. Hast du es gefunden? Momentchen, Momentchen. Wechseldatenträger müsste es sein. Und dann. Ja, also Sie sehen aber, wie unglaublich einfach das ist. Ja, hier, da ist er, genau, den jetzt nochmal aufmachen. So, nur den, jetzt? Genau. Ja. So, und jetzt brauchst du nur einen Doppelklick machen, dann läuft er schon. Ja, und so einfach ist das. Jetzt eben hast du es auf dem USB-Stick, jetzt kannst du es überall hin mitnehmen, kannst es vervielfältigen, es wird nie mehr an Qualität verlieren, es bleibt so. Und so einfach kann es sein mit einem Autarken, der funktioniert also ohne Zusatzgerät problemlos. Und das ist eben das Tolle, das Faszinierende. Und ich lasse den auch alleine laufen, ohne irgendwas zu machen. Das ist alles problemlos möglich. Also die ganze Schallplatte, ich muss nicht mal dabei sein. Und das für so einen kleinen Preis, liebe Zuschauer. 21,76 €. Knapp 70 € würde der autarke Audio-Digitalisierer normal kosten. PX 22,93 € und die 569 ihre Bestellnummer. Ganz toll für die Schätze, für die Schallplattensammlung, die man hat, um diese mit ins Auto zu nehmen oder auch einfach mal über die Soundbar zu hören. Super einfach, super simpel, sehr, sehr günstig und Sie haben gesehen, wie schnell das geht, komplett ohne technisches Know-how. Für 21,76 € mit der PX 22,93 € und der 569. Wir haben aber zu Beginn der Sendung natürlich nicht nur von Audioschätzen gesprochen, von toller Musik, von tollen Schallplatten, sondern auch von den ein oder anderen weiteren Schätzen, die man vielleicht auch als Video oder als VHS-Kassette zu Hause hat. Da steige ich dann wieder mit ein, Ralf. Da bin ich dann auch wieder da. Das war bei mir zum Beispiel der erste Auftritt als Tanzmariechen oder Familienfeiern, die wir hatten. Die wurden damals auf VHS aufgenommen. Und auch diese Schätze liegen jetzt oben auf dem Dachboden. Man kann, man weiß nicht mehr so ganz, wie soll ich die denn eigentlich noch abspielen oder ich würde die gerne benutzen für eine Familienfeier, für einen Geburtstag. Aber wie digitalisiere ich die denn jetzt? Ja, mit unserem nächsten Gerät. Ja, das geht mit diesem kleinen Produkt. Das ist ein Universal-Digitalisierer, aber auch ein Videorekorder, auch ein Game Capture. Also dieses Gerät kann wirklich viel. Zukunft und Moderne hier, also Moderne und Nostalgie sind hier verbunden. Wir schauen uns erstmal die Rückseite an. Das ist hier die Anschlussmöglichkeiten. Wir haben hier den Stromanschluss. Netzkabel ist natürlich dabei. Wir haben zwei HDMI-Eingänge, also für digitale Eingänge. Da gehen wir nachher drauf. Einen analogen Eingang. Jetzt werden Sie sagen, ist auch Kopfhörereingang. Nein, ich zeige Ihnen auch mal noch einen Adapter, der dabei ist. So einfach ist das. So, und jetzt wird es deutlich. Ja, jetzt ist es nämlich hier Video und auch Stereoton, der hier reingeleitet wird. Und wenn ich möchte, einen Ausgang an den Fernseher. Also gerade alle Geräte einfach durch dieses Gerät durchgeschleift. Hier haben wir noch einen Komponentenanschluss. Wenn man sowas an einem Gerät hat, auch kein Problem. So, hier auf der Seite kann ich jetzt Kopfhörer und Mikrofon anschließen. Ich könnte noch nachvertonen über das Gerät oder dann einfach den Ton nicht über den Fernseher jetzt, sondern über den Kopfhörer hören und dann die Speichermedien. So, die früheren Speichermedien, die kennen wir alle noch. So groß. Die sind dreimal so groß fast wie unser kompletter Videorekorder heute. Die Speichermedien heute sind USB-Stick hier oder externe Festplatte oder Micro-SD-Karte. So, und jetzt hast du angeschlossen, was du anschließen möchtest. Also jetzt zum Beispiel deinen Videorekorder oder auch die Videokamera. Und du gehst hiermit durch mit dem Bild und drückst jetzt einfach auf Aufnahme. Mhm. Und dann wird aus einem analogen Medium ein digitales Medium. Das heißt, du hast jetzt die Sachen gesichert für die Ewigkeit. Jetzt muss man einfach wissen, was für Vorteile hat Digitalisierung. Also
das sind ganz, ganz viele. Erstens mal kannst du es beliebig oft vervielfältigen. Ich weiß noch, wenn man früher eine Videokassette vervielfältigen wollte, das war fast unmöglich. Du musstest zwei Videorekorder parallel schalten, am einen abspielen, auf dem anderen die Aufnahmefunktion, musstest dann teilweise noch den Aufnahmeschutz überlisten und so, den Kopierschutz und so weiter und so fort. Also das ist hier möglich. Du kannst es bearbeiten. Eine solche Videokassette zu bearbeiten, das konnten früher nur Studios, weil du professionelle Schnittplätze brauchst. Das kann heute jeder selber am Rechner. Du kannst es archivieren ohne Platzbedarf. Also hier passt zum Beispiel eine externe Festplatte dran, bis 2 Gigabyte. Da passen hunderte Filme drauf. Cool. Ja? Und die ist nicht größer als dieser Videorekorder selber. Und das sind die Riesenvorteile. Und vor allem, es verliert nie mehr an Qualität. Die Qualität bleibt so, wie du es aufgenommen hast. Und das sind also die Riesenvorteile. Und hier ist das eben möglich. So, jetzt gehen wir mal weg von der Nostalgie, kommen zur Moderne, weil ich hatte Ihnen die zwei digitalen Eingänge gezeigt. Das eine könnte jetzt zum Beispiel Ihr SAT-Receiver sein. Und da gehst du rein und kannst jetzt jederzeit aufnehmen, was im Fernsehen läuft, also das Live-Programm, oder dann auch zeitversetzt einfach programmieren und sagen, heute Abend kommt ein Film, ich bin nicht da, ich nehme ihn auf. Auch wieder auf die Speichermedium. Und das zweite ist jetzt zum Beispiel für eine Spielekonsole. Ah, weil viele Gameplays. Richtig, viele, also Game Capture heißt das dann. Viele nehmen auch ihre Spielsequenzen von der Spielekonsole auf, um, wenn man da besonders gut ist vor allem, um sie dann auf YouTube hochzuladen, um anderen Leuten ein bisschen zu helfen oder auch um zu zeigen, wie gut man daran ist. Also das sind drei Funktionen. Normale Aufnahme des Fernsehprogramms, Game Capture, Digitalisierer und hier geht es einfach raus zum Fernseher. Und wir schauen uns das auch mal an, wie einfach das ist, weil wir haben es uns ja, wir haben so ein Gerät jetzt angeschlossen, ganz einfach. Einfach mal an unseren Fernseher. Und da gehe ich jetzt einfach mal hin und wir schauen uns das an. Der Anschluss unglaublich einfach. Sie sehen vorne ein Kontrolllicht. Das ist jetzt blau. Und jetzt stehe ich einfach mal ein Stückchen weg, weil wir den ganzen Fernseher betrachten müssen. Sie sehen die Fernbedienung sehr, sehr übersichtlich. Unter anderem eine Record-Taste. Und wenn ich da jetzt drauf drücke, jetzt müssen Sie ein bisschen aufpassen. Sie sollten eigentlich da hinschauen und da hinschauen. Also ich drücke mal auf Record. So, und jetzt sehen wir hier Recording. Und wir sehen hier, wie es blinkt. Und wenn ein USB-Stick noch reagiert, das ist nicht bei allen so, dann würde der auch blinken oder eine externe Festplatte würde so leichte Impulse abgeben. So, und jetzt nehme ich alles auf, was jetzt im Fernsehen kommt. Wir werden uns das nachher auch anschauen. Wir können es jetzt einfach mal 1-2 Minuten laufen lassen, das ist kein Problem. Es wird alles gespeichert, entweder zeitversetzt, also programmiert, oder direkt das, was ich sehe, schöner Spielfilm zum Beispiel, komm, den möchte ich archivieren, vielleicht möchte ich ihn mal wieder anschauen und will nicht warten, bis er wieder im Fernsehen kommt. Und wenn ich bedenke, wie groß Videorekorder früher waren, wir haben vorhin einen in einem Film gesehen, die waren so Riesenkästen, aber für uns damals, also ich war, ich muss sagen, 16 oder 17 oder 18, als die ersten Videorekorder rauskamen, das war für uns eine Sensation. Damals gab es noch kein Privatfernsehen. Die Älteren erinnern sich, es gab erstes, zweites, drittes Programm und die haben meistens erst ab 17 Uhr gesendet. Und da mal einen guten Film zu sehen, war fast unmöglich. Durch den Videorekorder konnten wir es aufnehmen oder uns dann damals in der Videothek auch Filme ausleihen. Das ist Nostalgie, klar, heutzutage ist das alles viel leichter. Aber wir sehen auch, selbst der Videorekorder ist viel leichter und kleiner als früher. Und er nimmt auf genauso lange, wie ich das will. Jetzt haben wir so, was haben wir jetzt, 20 Sekunden vielleicht aufgenommen, das ist also noch nicht viel. Wir können uns das aber gerne schon mal live anschauen. Ich drücke jetzt einfach wieder auf Stopp, dann sehen Sie auch sofort, dass das Blinken hier kurz grün ist und dann wieder aufhört. Jetzt ist diese Sequenz, die ich jetzt die ganze Zeit aufgenommen habe, ist jetzt auf dem USB-Stick. So, den entnehmen wir jetzt und gehen wieder an unseren Laptop. Ich darf ihn dir zu treuen Händen geben. Mhm. Einfach wieder einstecken und dann können wir diese 20 Sekunden mal abspielen, die wir jetzt aufgenommen haben. Aber das können natürlich auch Blockbuster sein von 3 Stunden Länge. Überhaupt kein Problem. Es ist eben jetzt digitalisiert, archiviert. Wenn ich eine Festplatte nehme mit bis 2 Terabyte, da sehen wir es. Siehst du, das war gerade eben vor ein paar Sekunden, also das Live-Programm, das wir hier aufgenommen haben. Und ich glaube, so einfach war es noch nie, einen Videorekorder zu bedienen. Und auch die Vielfältigkeit, also Game Capture, Videorekorder und natürlich dieser Universal-Digitalisierer von analogen Medien. Alles 3 in einem und das für diesen fantastischen Preis. 123,41 €. Und Ralf hat es gesagt, wir haben jetzt zum einen die Moderne, aber auch natürlich das Digitalisieren. Und das macht dieses Gerät einfach
so besonders. Die NX4391 und die 569, die Bestellnummer. Also, Sie digitalisieren Ihre VHS-Sammlung mit diesem Gerät. Sie können Gameplays festhalten und das aktuelle Fernsehprogramm aufzeichnen. Empfehlung der Redaktion. Fazit: Durch seine einfache Bedienung und die flexible Aufnahme ist der Rekorder in vielen Bereichen einsetzbar und vor allem bei der Digitalisierung analoger Videoaufnahmen ein echter Helfer. NX4391 und die 569, 123,41 €, ein Wahnsinns-Bestseller, weil man hier einfach so viele tolle Möglichkeiten hat mit unserem Universal-Digitalrekorder namens Game Capture V3. Wenn wir aber noch ein bisschen weiter vorgehen, liebe Zuschauer, vor den VHS-Kassetten gab es was? Richtig, Super 8. Und das ist natürlich was ganz Besonderes, weil es schon echt sehr, sehr lange her ist und weil das Schätze sind von Personen, die vielleicht auch heutzutage gar nicht mehr unter uns sind. Und da bitte sowieso ganz, ganz schnell sein und digitalisieren, denn Ralf, wir haben uns ja auch schon über das Thema mehrfach unterhalten, diese Filmschätze verfallen nach einer gewissen Zeit bei falscher Lagerung. Ja, irgendwann könnte natürlich der Zahn der Zeit dran nagen. Wo es ganz wichtig oder wo es ganz arg dran nagt, ist natürlich die Projektoren. Mhm. Die sind mittlerweile, das muss man wissen, Super 8 Filme waren ab 1965 überhaupt erst möglich, bis sie dann ca. 85 komplett abgelöst wurden von der Videotechnologie. Das heißt, normale Projektoren sind jetzt 40, 50 cool. Jahre alt und da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es entweder gar nicht mehr gibt oder dass sie eben nicht mehr funktionieren. Das heißt, du hast noch hunderte von diesen Super 8 Filmen oder 8 mm Filmen zu Hause. Gehen wir erstmal in die Geschichte, aber die in meinem Alter sind und ein bisschen älter, wissen das. 1965 oder bis 65 gab es keine Möglichkeit, private Filme zu machen. Da wurden diesen Fernsehteams, also die ganzen Dokumentationen auch, sondern aus der Nachkriegszeit, die sieht man nur von professionellen Kamerateams. Und ab 65 hat sich das entscheidend geändert. Das hat sich dann in den nächsten 5 Jahren, also bis 70, durchgesetzt, dass dann jeder so eine oder eine ähnliche Kamera hatte und bei jedem Firmenfest, sage ich schon, aber auch Familienfest, war ein Familienangehöriger der immer alles festgehalten hat. Und bei mir war es mein Großvater, können wir ruhig sagen, obwohl es nicht mein leiblicher Großvater war, aber damals war es für mich mein Großvater und der hat alles gefilmt. Ich habe auch jetzt noch dieses Ticken im Ohr, ja, weil die machen ein ganz spezifisches Geräusch, nicht mehr so wie heute geräuschlos, sondern wirklich dieses Tackern. Und wer da in meinem Alter ist, der kennt das. Und ich war so ein Dreikäse hoch, da sind die ersten Filme entstanden. Und wenn man die jetzt mal wieder anschaut, und jetzt guck mal, das müsste so, also einfach geschätzt jetzt Anfang 70er Jahre gewesen sein. Das heißt, diese Personen, die junge Dame und der junge Herr, sind mittlerweile 50 Jahre älter. Ne? Das muss man sich jetzt mal vorstellen. Also vielleicht auch nur 45 Jahre älter, aber wahrscheinlich schon lang Eltern und vielleicht sogar schon Opa und Oma. Und jetzt stell dir mal vor, solche Familienschätze, und ich mutmaße mal, dass die Dame hier, die Mutter des Hauses, jetzt mittlerweile schon eine wirklich Uroma ist, wenn sie denn überhaupt noch unter uns ist. Und das sind Erinnerungen, die dir kein Mensch mehr zurückbringt. Ich habe mal aus dieser Zeit, und das ich liebe es immer wieder darin zu blättern, weil das ist ein Familienalbum von mir. Und das beginnt 1963, die ersten Bilder, und die letzten sind dann gefühlt, da bin ich ja vielleicht 5, 6 Jahre alt, also 1970, 71, 72, so aus diesem Dreh. Und wenn ich mir das nur mal anschaue, also das schon faszinierend. Wir gucken mal auf ein paar Bilder. Also wenn ich das sehe, das hier war Ostern, ich habe damals am Kaiserstuhl gewohnt, an Bötzingen, Ostern, schönes Wetter, und da waren wir am Ostereier suchen. Oder das hier. Weißt du, das sind Bilder, die sind schon so bewegt. Hier war ein kleiner Brunnen mit einem Schlauch und wir waren unterwegs, mal ein Wochenendausflug. Und das ist meine Schwester. Und rat mal, was ich mit dem Schlauch gemacht habe. Und sie nass gespritzt. Richtig, deshalb ist sie gerade auf der Flucht. Aber jetzt stell dir mal vor, also jedes dieser Bilder erzählt schon im stehenden Zustand eine Geschichte, eine Familiengeschichte. Aber das in bewegten Bildern zu sehen, das ist nochmal, also wirklich eine Steigerung, die ist eigentlich gar nicht auszudrücken. Ja? Und ich finde es faszinierend. Ich bin jetzt auch dran zu digitalisieren. Ich habe ja in meinem Umkreis auch Filme gesammelt und bin da kräftig. Hast du einfach mal nachgefragt? Ja, richtig. Ich hab im Vorfeld, schon bevor ich meinen Digitalisierer hatte, habe ich mal gefragt, wer noch hat. Und ich war überrascht, wie viele noch irgendwo. Weißt du, dann kam immer erst, oh, ich müsste mal nachschauen. Ich
glaube, wir haben noch irgendwo in der Schublade. Aber das haben die allermeisten noch, weil das sind sogar Schätze, die vererbt wurden, wo du teilweise nicht mehr weißt, was da drauf ist. Und zwei Filme bis jetzt haben mich total begeistert. Das eine ist eine Hochzeit Anfang der 70er Jahre, also da war ich 6 Jahre alt. Ich in Lederhosen und da ist unter anderem eine Sequenz, wo ich mit der Braut tanze in Lederhosen. Und das andere, muss ich sagen, war was komplett anderes. Da stand Fußball 74 als Beschriftung drauf. Und jetzt als Fußballliebhaber denkt man, okay, hat irgendwas mit der WM zu tun, weil 74 war die WM in Deutschland. Jetzt mache ich das rein und denke, nee, sind so 3 Käse hoch. Und damals war mein Großvater bei einem meiner allerersten Fußballspiele, damals beim FC Emmendingen dabei, ja, mit der E-Jugend. Damals gab es noch keine F-Jugend, also die erste Möglichkeit war E-Jugend. Und dann hat er das gefilmt. Ne? Wie Ralf auf der Ersatzbank saß, ganz genau. Genau diesen Gedanken hatte ich gerade. Da bin ich selten gesessen, wirklich, da bin ich sehr selten gesessen. Aber das allein zu sehen, also E-Jugend war phänomenal. Hier ist der Ball und alle Kinder, und außen die Eltern, wow, rumgetobt und gemacht und vor und zurück. Und es war sensationell. Und ich wusste, Vollgas! Ja, und weißt du, was auch schön war? Ich wusste nicht mal, dass es diesen Film gibt. Das habe ich einfach vergessen. Ich habe den auch nie in meinem Leben gesehen. Und jetzt beim Digitalisieren habe ich ihn entdeckt. Und weißt du, und so gibt es viele Sachen, auch bei der Hochzeit, um nochmal auf die Hochzeit zurückzukommen, da waren Personen drauf, also meine Großeltern und auch meine Urgroßeltern, die ja mittlerweile seit vielen, vielen Jahren gar nicht mehr unter uns sind. Ja, das stimmt. Und auch diese Personen in bewegten Bildern zu sehen. Ja, die Braut, wie gesagt, 72, die haben fast bald goldene Hochzeit, muss man sich mal überlegen. Und ich habe mit der Braut bei der Hochzeit getanzt, als 3 Käse hoch. Ja. Und wenn dann goldene Hochzeit ist, dann möchte man auch ein ganz besonderes Video machen. Und das kann man dann mit so einem HDXL-Filmscanner und Digitalisierer, weil sie ja digitalisieren, weil sie die Aufnahmen vervielfältigen können, wenn sie möchten, bearbeiten können und natürlich auch in einem weiteren Video zusammenschneiden. Das ist ein ganz besonderes Geschenk. Das ist auch gut, ja, dieses Bearbeiten. Wenn du dann mal so ein paar Filme hast und dann wirklich einen Zusammenschnitt machst, ja, oder einfach, weißt du, man lässt oftmals so PowerPoint, nennt sich das, so Bilderpräsentationen, ja. Aber in bewegten Bildern, guckt mal ihr eure Hochzeit. Also das musst du dir mal vorstellen. Nach 50 Jahren siehst du noch einen Film, aber jetzt nicht von der Weltgeschichte, da gibt es genügend Filme, sondern von deiner persönlichen Geschichte. Und das kann so einfach sein, mit einem solchen Scanner einfach einlegen, auf Scan drücken. Speichermodul ist wichtig, eine SD-Karte, die wir hier sehen. Und dann macht das alles von allein. NX4249 und die 569, Ihre Bestellnummer 379,91 Euro, Ihr TV-Sonderpreis. Man zahlt, wenn man das zum Profi gibt, normalerweise so knapp 95 Cent bis 1,95 Euro pro Minute. Wenn man das digitalisieren lässt, gerade wenn man viele Videos hat, kommt da einiges zustande. Sie können das selber ohne technisches Know-how. Und wir beginnen und zusammenfassen für Sie an dieser Stelle nochmal. Wir haben mit Schallplatten begonnen, Ralf, und dem Digitalisieren. Richtig, Schallplatten oder auch Musikkassetten mit allen, sogar Tonbänder würden gehen, wenn ich einen Stereo-Cinch-Ausgang habe. Einfach mit diesem kleinen autarken, also selbstständigen Gerät, einfach anschließen, da sehen wir Stereo-Cinch, Stromanschluss, dann noch das Speichermedium dran, Knopf drücken und schon wird digitalisiert. Und so rette ich meine Schätze für die Zukunft, mache sie beliebig oft zu vervielfältigen und kann sie dann auch mal mit ins Auto auf den USB-Stick nehmen. 21,76 Euro, die PX 22,93 und die 569. Bitte, bitte schnell sein. Knapp 70 Euro, die UVP, ein brandneues Produkt. Und wir hören gerade aus der Regie, da wird auch schon fleißig bestellt. Bitte gleich in die Leitung gehen, die PX 22,93 und die 569. Auch ein tolles Geschenk für jeden Musikliebhaber, der auch digitalisieren möchte. VHS-Kassetten, Schätze, aber auch Gameplays und vor allem Filmverhalten. Sehr, sehr stark nachgefragt, hören wir hier auch gerade unser Universal-Digital-Rekorder rein. Ja, das ist ein 3-in-1-Gerät. Also erst einmal Universal-Digital-Rekorder, also analoge Medien, sprich in dem Fall Videos digitalisieren, sichern für die Ewigkeit. Aber auch moderne Anwendung, ein top-moderner Videorekorder, also einfach Programm, das im Fernsehen läuft, mitschneiden oder dann auch zeitversetzt aufzeichnen und dann noch der Game Capture für alle Gamer, also die gerne Videospiele spielen, ran an die Spielekonsole. Wir haben auch 3 Eingänge, also du kannst alle 3 Geräte parallel sogar eingesteckt lassen und suchst dann über die Fernbedienung das Gerät aus, mit welchem du arbeiten möchtest. 123,41 Euro, die NX4391 und die 569. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal dazu sagen, sehr, sehr stark nachgefragt. Wir hören es gerade erneut. Bitte schnell sein, bitte zugreifen und zu guter Letzt
jetzt haben wir unsere Creme de la Creme, das ist der HDXL-Filmscanner und Digitalisierer. Ja, und da einfach die Super 8 oder 8 mm Spule reinlegen, Leerspule ist dabei, einfädeln wie früher in den Projektor und dann auf Start drücken. Speichermedium brauchen wir noch, eine SD-Karte bis zu 32 GB, ansonsten brauche ich kein Fremdgerät, könnte aber auch den Fernseher direkt anschließen, dann sehe ich die Vorschau, was hier Bild für Bild gescannt wird, auch direkt auf meinem großen Fernseher, aber im Normalfall reicht es schon auf dem Vorschau-Monitor und dann hast du diese Bilder von damals, hast du digitalisiert und damit kannst du es wegschicken, elektronisch kannst du es vervielfältigen und auch bearbeiten und das sind halt, du sicherst es auch noch für die Ewigkeit und das sind halt die Vorteile, wenn ich so einen alten Schatz digitalisiert habe. NX4294 und die 569, ihre Bestellnummer, knapp 1000 Euro UVP, 379,91 € für Sie, versandkostenfrei wird der geliefert. Der war übrigens ganz, ganz, ganz lange vergriffen. Zum letzten Winter war das. Bitte schnell sein, nicht, dass Sie sonst auch zu lange warten und wieder eine lange Warteliste haben bei unserem HDXL-Filmscanner und Digitalisierer. Gehen Sie schnell in die Leitung, bestellen Sie hier die Möglichkeit, Ihre alten Schätze, Ihre wertvollen Erinnerungen, die Sie zu Hause haben, zu digitalisieren. Und das können zum einen Kassetten sein, das können aber auch Schallplatten sein, VHS-Kassetten zum Beispiel, Tonbänder hast du gesagt, oder Super 8-Filme. Und liebe Zuschauer, an dieser Stelle bitte, bitte schnell zugreifen und gleich bestellen, entweder telefonisch oder unter www.pearl.tv. Wir wünschen Ihnen viel Spaß, machen Sie es sich gemütlich und digitalisieren Sie, was das Zeug hält.